als neues Design, sowohl im Front als auch im Heck beim neuen Porsche. Ich weiß nicht, wie das Modell heißt, zu sehen, erstaunlicherweise. Und auch Audi natürlich haben das durchgehende Rücklicht übernommen und den Scheinwerfer in der Front, den ich damals gebaut habe, auch. Ne? Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ich frage mich, ob ich beteiligt bin irgendwie an Porsche. Keine Ahnung. Vielleicht wache ich ja noch auf in einem Schlaraffenland und es war alles nur ein böser Traum. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will damit bloß sagen, nachdem der Porsche, das Batmobil, jetzt muss man sich vorstellen, ja, der Porsche wurde, obwohl er in einem brutal geilen Zustand war, er hatte metalligen Lack, weiß, komplett weiß. Danach haben wir ihn, oder ich ihn designt mit Rot abgesetzt, also weiß-rot. Ich mag die Farben einfach. Wer weiß warum. Und so weiter. Auch nochmal die Auspuffanlage modifiziert mit Drosselklappen, also mit laut und leise, mit Remote Control. Man konnte ihn brüllen lassen wie ein Rennsportwagen oder eben leise durch die City fahren, ja, je nachdem, um die Umwelt zu schonen, also die Mitmenschen selbstverständlich. Aber was ich sagen will, der erste Porsche, eben der gerade fertig war und als ich ihn dann selber nochmal unter die Lupe genommen habe, mit damals Julian, haben wir eine einzige Testfahrt gemacht und der Wagen ist gelaufen wie ein Traum. Er hat sich gefahren wie ein Neuwagen und es war auch alles neu. Das gesamte Leder innen war rot, knallrot, Decke wie Sitze, Mittelarmlehne, Dashboard, alles war knallrot. Und zwar in verschiedenen, also derselbe Rotton, aber Rauleder und eben Glattleder kombiniert. Das habe ich alles selbst designt, sah schweinegeil aus. Absolut schweinegeil und außen halt ein Seitenglanz, ganz tiefes Grau, was schon fast schwarz war. Die Karre war einfach nur der Hammer, kann man so sagen. Und an dem Tag, wo ich mit Julian die Testfahrt gemacht habe, die erfolgreich gelaufen ist, in dem Moment ist die Karre abgefackelt.